Heute backen wir einen Weihnachtstraum. Hierfür brauchen wir 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Mehl, 2 Päckchen Vanillezucker, 2 Prisen Backpulver, 1 Teelöffel Zimt, 4 Eier und 250 Gramm Butter. Als erstes geben wir 250 Gramm Butter in die Küchenmaschine. Und lassen das kurz auf höchster Stufe schaumig schlagen. Füllen wir jetzt eine vorbereitete Backform. Den Boden habe ich ausgelegt mit Backpapier und den Rand habe ich mit etwas Palmisoft eingestrichen. Der Backofen ist auf 160 Grad Ober- und Unterhitze schon vorgeheizt. Es ist übrigens eine 20er Springform. Schöner, zäher Teig, also ihr könnt ihn auch problemlos in einem Backrahmen backen. Ich streiche das jetzt platt und ziehe mir auch den Rand etwas hoch. Das sorgt einfach für ein gleichmäßigeres Backergebnis. Also ihr habt dann in der Mitte keine Kuppel.
So, und der kommt jetzt für circa eine Stunde in den vorgeheizten Backofen. Und wenn er fertig ist, hole ich euch wieder dazu. So, der Kuchen ist fertig. Er war jetzt genau eine Stunde und 10 Minuten drin. So sieht er dann fertig aus. Ich lasse ihn jetzt noch kurz abkühlen, dann hole ich ihn aus der Form und dann zeige ich ihn euch. So, jetzt ist er fertig. Ich werde daraus eine Motivtorte machen. Und bitte macht die Stäbchenprobe, weil jeder Backofen ist anders. So, jetzt geht's weiter. Wir machen jetzt zweimal Ganache. Einmal eine Zartbitter-Ganache. Dafür braucht ihr 400 Gramm Zartbitter-Kuvertüre oder Schokolade und 200 Milliliter Sahne. Die zweite Ganache ist eine Fruchtganache. Dafür brauchen wir 300 Gramm weiße Kuvertüre, 100 Milliliter Sahne und 150 Gramm gefrorene Himbeer. Wir starten jetzt mit der Himbeerganache. Hierfür lassen wir die Himbeeren in einem Topf auftauen. In dem zweiten Topf. Lassen wir die Milch kurz aufkochen. Nein, die Sahne, Entschuldigung. Die Sahne kocht jetzt gleich hoch. Die geben wir dann direkt in die weiße Schokolade bzw. Kuvertüre rein. Und das lassen wir dann ganz kurz ziehen. Währenddessen geht es hier weiter mit der Zartbitter-Kuvertüre. Geben wir jetzt die 200 Gramm Sahne rein. Die Masse, also die Himbeeren, wenn die gleich aufgetaut sind, dann geben wir die durch ein Haarsieb, sodass wir die Kerne rausbekommen. Und dann wird das eingekocht, dass das eine schöne, dickflüssige Masse ergibt. Währenddessen können wir die Sahne schon unterrühren. So, die Sahne für die Zartbitterganache auch hoch. Nehmen wir dann und kippen sie über die Zartbitterschokolade. Lassen das auch kurz ziehen. So. Und unsere Himbeeren sind aufgetaut. Die geben wir jetzt durch das Wenn ihr das gemacht habt, kommt die Masse zurück in den Topf. Und wird jetzt so lange eingekocht, bis sie eben schön dickflüssig ist. So. Jetzt verrührt ihr die Zartbitterschokolade mit der Sahne.
sollten auch hier keine Stückchen vorhanden sein. Schon haben wir eine super tolle Zartbitterganache. Die lassen wir jetzt noch stehen und lassen sie auf Zimmertemperatur abkühlen. Dann geht es weiter zu der weißen Ganache. Da ist, wie ihr seht, hat sich die Kuvertüre nicht komplett aufgelöst. Dann erhitzen wir das einfach noch kurz über einem warmen Wasserbad, bis sich auch eben hier alle Stückchen gelöst haben. Das Fruchtpüree hier dazu. Und rühren das auch mit unter. Es gibt auch eine echt mega schöne Farbe. Was ihr auch machen könnt, ist weiße Kuvertüre mit Pastenfarbe oder Pulverfarbe einfärben. Und ihr könnt die Ganache auch immer mit Alkohol aromatisieren. So. Die zwei Sorten Ganache lassen wir jetzt abkühlen. Ich bereite jetzt alles für die Deko vor und hole euch dann gleich wieder dazu. So, auf die Motivtorte kommt ja ein Tannenbaum. Ihr formt aus einem Stück Fondant erst einen Kreis, dann einen Kegel. Dann braucht ihr eine saubere, desinfizierte Nagelschere. Die ist bei mir nur für Fondant. Dann fangt ihr an und ritzt so Kerbungen hinein. Und dann schneidet ihr rundherum so ein. So, wir machen jetzt weiter mit dem Tannenbaum. Ich klebe da goldene und weiße Zuckerperlen auf. Einfach etwas Zuckerkleber darauf. Dann die Perle draufsetzen. Ich habe hier auch noch kleine Zuckerstangen. Die werde ich auch noch verzieren. Seht ihr das? Dann machen wir das jetzt so rundherum. Das ist ein klein wenig drin. Das
Kuchen, ne? Weiße. Einfach nur, dass der Baum ein bisschen mehr Leben bekommt. Ich mache so eine Zuckerstange drauf. Wenn sie will. Dann machen wir das so rundherum und hole ich dann nachher wieder dazu. Ich habe hier so Froststücher, die sind echt super. Die waren mal in einem 7-teiligen Set, das hatte ich bei Amazon gekauft. Da sind meistens drei verschiedene Größen dabei, also klein, mittel und groß. Wo ist jetzt das Kleine? Kleines. Das wäre das mittlere. Oben. So. Und das ist immer noch der weiße Fondant mit dem CMC, dass auch die Schneeflocken fest werden. Den hole ich mir jetzt wieder raus. Emma, ich hole. Reib die Ausstecher immer so ein bisschen auf dem Tisch hin und her, dann gibt es saubere Kanten. Und das wäre dann der Kurs. So, ich habe jetzt mal ein paar gemacht. Und für den Effekt habe ich hier Silber und Gold, goldenes Glitzerpulver. Da lege ich mir jetzt die Schneeflocken drauf. Das Papier dient mir einfach jetzt nur. Das ist erstens mal nicht alles für mich fit. Und zweitens, dass ich nachher die Schneeflocken da einfach auch wieder runterbekomme. Dann braucht ihr
Fluffig und Pinsel. Ich werde jetzt den nehmen, weil der war schon ein bisschen kürzer dran. Ich mache mir dann etwas Silberglitzer in den Deckel. So, dann tunke ich einfach meinen Pinsel da rein und tupfe quasi die Schneeflocken etwas ab. Weiter mit dem Tortenboden. Ich habe hier zweimal mir einen Espresso gemacht. Den Espresso habe ich verfeinert mit diesem Kaffeekuss. Da ist drin Vanillezucker, Mandeln, Kakaopulver, Zimt und Ringelblütenblätter. Sehr lecker übrigens. Dann habe ich um den Tortenboden mein Tortenrahmen gesetzt. Wie gesagt, jetzt wird der Boden halt getränkt mit dem Espresso und dem Kaffeekuss. Dann kommt hierauf die Hälfte von der Himbeerganache. Die Himbeerganache wird auch nur genommen für die Füllung. Ich kann auch nicht 100% sagen, ob die fondantauglich ist. Ich denke eher nicht. Dann streiche ich das so ein bisschen mit der Winkelpalette glatt. Zweite Boden drauf. Achso, der sieht übrigens so aus, wenn er aus dem Ofen kommt. Also er ist ziemlich fest, aber trotzdem noch locker. Also eigentlich perfekt für Motivtorten. So, dann setzt ihr den da drauf. Dann wird wieder getränkt. Ich habe jetzt den Tortenrahmen abgemacht. Er war jetzt für 15 Minuten circa im Tiefkühlschrank.